Also bei mir war es ja so, ich hatte immer eine extrem schlechte Haut. Ich hatte wirklich ganz schlimm Akne und auch ja, so Ekzeme. Also vor allen Dingen hier, so über den Augen, alles war so, einerseits hatte ich ganz fettige Haut und ganz viele Pickel, oder da hatte ich hier aber alles ausgetrocknet über den Augen. Und wo ich dachte, ja, ich weiß auch nicht. Und das ging wirklich auch erst dann durch diese Entgiftung mit weg, weil ich glaube halt, dass das mein Entgiftungsorgan auch schon so ist. Es ging einfach nicht mehr weiter. Und durch dieses, dass dann alles über die Haut hat, es versucht, als Notausgang so zu nehmen. So, wo gehen wir hin? Im Körper ist schon wahrscheinlich alles eingelagert genug gewesen. Deswegen war die Haut noch mit so einem Notausgang halt. Und ich war beim Arzt damals gewesen, der zu mir gesagt hat, ja, das ist normal. Das ist bei ihm wahrscheinlich familiär mit der Akne. Sie müssen jetzt das und das Medikament nehmen und dann kommen Sie bitte in 3 Wochen wieder zur Blutuntersuchung. Warum sage ich, warum zum Blut oder so? Ja, wegen Leber- und Nierenwerten. Da habe ich schon gesagt, Moment, was haben Sie, geben Sie mir für ein Medikament? Und ja, und Sie dürfen unter dem Medikament auf keinen Fall schwanger werden, bis zu einem halben Jahr, nicht danach. Und da habe ich gleich gesagt, nein, also ich möchte ja nicht wissen, was das für ein Medikament ist, aber dann laufe ich lieber meinen Pickeln weiter rum. Ich sage, ich kriege das schon irgendwie so weg. Und dann ist es so, wenn du in diese Entgiftung reinkommst oder wenn du anfängst zu entgiften, können sich halt auch alte Symptome zeigen. Deswegen ist es in dem Moment dann schwer zu sagen, kommt das jetzt, ist das jetzt wieder durch diese Unverträglichkeit oder ist das eher, weil das durch die Entgiftung kommt und weil es dann ausheilt? Ich habe bei mir halt gemerkt, dass Entgiftungssymptome auch ganz urplötzlich auftreten können. Also wirklich so, eben geht es dir noch gut und zack, und auf einmal denkst du, was ist das jetzt? Also bei mir war es aber auch wirklich so in den Bereichen, wo ich vorher keine Beschwerden hatte, Leistenschmerzen, wo ich dann dachte, okay, jetzt ist wohl mein Unterleib dran, mit den Leistenlymphknoten da sich zu entgiften oder auch in den Knochen, wo ich dann später auch erst gelernt hatte, dass sich Antibiotika zum Beispiel in Antibiotikareste, die nicht ausgeschieden werden können, wenn man die nimmt, die werden in den Knochen eingelagert. Und ich dann irgendwann gedacht habe, kein Wunder, dass ich hatte als Kind ja schon immer so eine Knochenschmerzen und jetzt durch die Entgiftung hatte ich das dann mal wieder, was ich ja schon Jahre nicht hatte. Und das ist dann manchmal ganz spannend. Also es können sich während der Entgiftung ganz alte Sachen wieder zeigen, wo man denkt, das, oh, warum kommt das wieder? Das hatte ich doch schon 10 Jahre nicht mehr. Dann ist das eigentlich kein negatives Zeichen, sondern man weiß, der Körper spricht auf die Entgiftung an und er versucht sich auszuheilen, weil es soll ja nichts mehr unterdrückt werden. Es soll ja alles rauskommen und sich ausheilen können. Und deshalb versuche ich auch, die Menschen so zu motivieren, das eher positiv zu sehen, wenn sich was zeigt und da dran zu bleiben und dann sagen, okay, wenn man jetzt wirklich nahrungstechnisch das Gefühl hat, dass es von einem Lebensmittel kommt, das dann wirklich erstmal weglassen. Und wenn man jetzt wirklich sagt, ja, aber immer wenn ich die Mango esse, kriege ich einen Ausschlag im Mund oder so, dann okay, lässt man es erstmal weg und dann guckt man nach der Darmsanierung, nach der Zeit nochmal, wenn man dann ein bisschen ist. Wie ist es denn dann? Ist es dann immer noch da? Hat es sich jetzt schon verbessert? Ja, Lymphsystem, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja ganz, ganz viele Lymphbahnen, die uns durch unseren Körper fließen und die oder laufen, die laufen ja parallel zu unserem Venensystem. Und in diesen Lymphbahnen befinden sich ja immer so ganz kleine, die sollte man eigentlich nicht spüren, aber manchmal spürt man sie zum Beispiel oberflächlich, die Lymphknoten, wenn man erkältet ist oder auch entgiftet, dann kann man die auch manchmal hier am Hals, Nacken oder sowas spüren. Und das ist halt so, wir haben so ungefähr 600 bis 700 von diesen Lymphknoten in unserem Körper. Und die sind wirklich die Reinigungsstation. Die reinigen die Lymphe, die die ganze Zeit durch unseren Körper fließt. Und unser Lymphsystem ist aber nicht nur die Lymphbahn und die Lymphknoten, sondern es gehört zum Beispiel auch dazu die Milz im linken Oberbauch, die ja oft auch mal gesagt wird, auch jetzt wird die mal wegoperiert, so, da gibt es Probleme und so weiter. Wenn natürlich die gerissen ist oder was weiß ich, nach dem Unfall ist ja klar. Aber ansonsten ist die schon wichtig fürs Immunsystem, weil da das Blut auch nochmal gereinigt wird. Und der Walder-ja Rachenring, das ist zum Beispiel, was viele sagen, nur die Mandeln. Ne, Mandeln werden ja auch ganz schnell rausgenommen. Ist auch sehr, sehr, sehr wichtig fürs Immunsystem. Oder der vermeintliche Blinddarm. Es ist ja eigentlich gar nicht, der wegoperiert wird. Wenn da eine Blinddarmentzündung ist, ist es gar nicht der Blinddarm, sondern das ist der Wurmfortsatz. Der ist wirklich nur so ganz, ganz klein. Aber da sind so viele, sag ich mal, Lymphozyten, alles, die alle positive Immunarbeit machen, sodass das eigentlich schade ist, wenn der weggenommen wird. Ich meine, wenn er hochentzündlich ist oder entzündet ist, ist klar. Aber oft wird, glaube ich, einfach so viel auch operiert, Ja, ist so. was nicht unbedingt sein müsste.